Hallo und herzlich willkommen zum ersten Video mit Thema Rechnen üben. Ich habe euch jetzt oft genug dieses Schild in die Kamera gehalten und deswegen sollte ich euch bieten, wie man rechnet. Das Schema, das ich nur im ersten Video erläutere, die späteren Videos gehen dann zack, zack, schneller durch, verläuft immer so: Ich präsentiere euch Aufgaben, dann löst ihr diese Aufgaben, ihr stoppt dazu das Video, das sollte schnell gehen. Dann überprüft ihr die Ergebnisse. Falls alle Ergebnisse stimmen, prima und weiter zu anderen Aufgaben bzw. zu ganz anderen Übungen. Es gibt ja nicht nur, es gibt ja auch mathematisches Denken. Wir brauchen Rechnen üben nur als Grundlage. Falls ihr in den Aufgaben irgendetwas falsch habt, dann werdet ihr euch wohl die Rechnungen anschauen müssen. In jedem anderen Fall überspringt ihr die Rechnungen und braucht sie nicht. Das sind unsere Lösungen. Wenn ihr sie richtig habt, müsst ihr gar nicht die Rechnungen anschauen, dann habt ihr die ja offensichtlich schon geschafft. Übrigens, kleine Randbemerkung, die Funktion ist punktsymmetrisch zum Wendepunkt, wie jede Funktion dritten Grades. Beginnen wir die Rechnung mit den Nullstellen. Ihr kennt das Verfahren, wir setzen fa von x gleich 0. Also schreibe ich den Term hin als Gleichung, ist gleich 0. Der erste wichtige Schritt ist jetzt das Ausklammern. Das Ausklammern ist immer dann sinnvoll, wenn jeder der beiden Termteile einen gleichen Teil enthält, in diesem Fall das x. In dem 3ax ist ein x drin und in dem x² sind ja drei x drin, die miteinander multipliziert werden. Und dieses multiplikative x ziehe ich jetzt raus. Das habe ich hier ausgeklammert und x hoch 3 ist ja x mal x mal x, also bleibt mir da ein x² übrig und 3ax, wenn ich da das x ausklammere, bleibt 3a übrig. So, hier steht jetzt eine Multiplikation. Eine Multiplikation ist genau dann 0, wenn eins der Teile 0 ist. Ihr wisst vielleicht von Einkommen her, wenn ihr einen Stundenlohn multipliziert mit der Anzahl der Stunden und ihr bekommt dann am Ende 0 Euro Gehalt, dann habt ihr entweder 0 Stunden gearbeitet oder ihr habt einen Stundenlohn von 0 Euro und arbeitet freiwillig. Gut, diese Aufteilung ermöglicht mir jetzt, dass ich x1 gleich 0 direkt aus dem ersten x hier oben herleite. Und der zweite Teil bleibt mir eine Gleichung, x² minus 3a ist gleich 0. Die muss ich lösen, das ist eine quadratische Gleichung. Ich weiß, einige von euch wollen jetzt die PQ-Formel anwenden, aber in diesem Fall geht es viel einfacher, weil es gibt keinen Teil mit einfachem x, keinen linearen Teil, also kann ich es einfach wie hier auslösen. Äquivalenzumformung erstmal plus 3a, dann habe ich x² ist 3a und dann muss ich das Ganze nochmal neu drehen, weil da ein x hoch 3 steht. Eigentlich sollte ich das charmanterweise immer einbauen, dass am Anfang meiner Lösung irgendwo ein Fehler steht und ich den dann korrigieren muss, weil ihr wisst ja, dass das Finden von Fehlern und das Mitdenken eigentlich das Wichtige in der Mathematik ist. Gut, ich ziehe noch die Wurzel, das hätte ich hier noch da hinten dran schreiben können. Und wenn ich die Wurzel ziehe, dann bleibt plus minus 3a raus. Was also jetzt ganz logisch ist, eine Funktion dritten Grades hat drei Nullstellen. Kommen wir zu den Extremwerten. Ihr berechnet die Extremstellen, indem ihr die erste Ableitung gleich 0 setzt. Das heißt, ihr müsst die erste Ableitung bilden. X hoch 3 wird zu 3x². Und bei 3ax macht euch klar, das ist ja ein linearer Term. Und dieses a ist ja kein x, es ist ein Parameter. Ihr stellt euch vor, da stünde jetzt anstatt 3a halt 5. Dann wäre die Ableitung davon auch minus 5. So. Und daher ergibt sich dann diese Gleichung. Ihr addiert 3a. Auch hier keine PQ-Formel anwenden, das geht besser. Dann bekommt ihr eine Gleichung, wo auf beiden Seiten sinnvollerweise die 3 durch eine Division aufgelöst wird und ihr behaltet x² ist a und das begibt uns zwei Extremstellen, plus und minus a. Wichtig, immer beim Wurzelauflösen bedenken, dass es zwei Lösungen gibt. So. Jetzt sind wir aber nicht fertig mit den Extremstellen. Wir brauchen noch die y-Werte der Extremwerte. Kommen wir zu den y-Werten. Wir wissen also, mein x4 und mein x5, die Extremstellen sind plus minus Wurzel a. B
Bitte beachten, dass ich hier x4 und x5 schreibe, denn x1, 2 und 3 habe ich ja schon für die Nullstellen verbraucht. Und ich belege jetzt keines von diesen x doppelt. So, ich bekomme jetzt das, indem ich hier dieses Wurzel a für jedes x einsetze. Also einmal hier und einmal da. Nachdem ich Wurzel a eingesetzt habe, muss ich noch auflösen. Wurzel a ist ja a hoch 1/2. Potenz rechnen und Bruch rechnen in sauberer Umsetzung. So, und jetzt habe ich hier noch a mal Wurzel a, das ist also 1a mal 1/2, a hoch 1/2. Und zusammen ergibt es dann a hoch 3/2. So, das heißt, hier ergibt sich dann dieses 3 mal a hoch 3/2. Das kann ich vereinfachen. 1a hoch 3/2 minus 3a hoch 3/2 ist minus 2a hoch 3/2. Und das ist mein y-Wert zu der Extremstelle plus Wurzel a. Ich habe aber noch eine zweite Extremstelle, die heißt dann minus Wurzel a. Was ändert sich, wenn ich die Extremstelle minus Wurzel a betrachte? Das ist also mein x5. Dann muss ich hier nicht Wurzel a einsetzen, sondern ich muss minus Wurzel a einsetzen. Und wenn ich dieses minus Wurzel a einsetze, dann bekomme ich hier minus Wurzel a und das Ganze hoch 3. Achtung, ich müsste jetzt eigentlich Klammern da drum setzen. Ich mache das mal. Und das Ganze wird hoch 3 genommen. Ich erkläre gleich noch, warum ich die Klammern gar nicht brauche. Und hier hinten steht jetzt auch ein minus Wurzel a, auch das in Klammern. So, minus Wurzel a hoch 3 ist ja minus Wurzel a mal minus Wurzel a mal minus Wurzel a. Also, minus mal minus mal minus ist ja wieder minus. Ich kann also hier das Minus davor notieren und da steht jetzt minus a hoch 3/2. So, aber da hinten, minus mal minus ergibt plus, da kann ich jetzt also ein plus 3a hoch 3/2 notieren. Und dann kommt da insgesamt plus 3a hoch 3/2 als weiterer y-Wert raus. Und das ergibt dann die beiden Extremwerte mit Wurzel a und minus Wurzel a für die x-Koordinaten. Und dazu gehören die entsprechenden y-Koordinaten minus 2a hoch 3/2 oder plus 2a hoch 3/2. Kommen wir zu den Wendepunkten. Für die Wendepunkte suchen wir die Nullstelle der zweiten Ableitung. Ihr müsst also die erste Ableitung gebildet haben, die zweite Ableitung bilden. Dafür ist klar, das 3a fällt weg. Das ist ein additiver Term, der die Funktion nach oben oder unten verschiebt. Und das minus 3a. Und dabei wird die Steigung der Funktion nicht verändert. Das fällt also beim Ableiten von der Steigung auf die Steigung der Steigung weg. Jetzt setzen wir die zweite Ableitung 0. Aber 6x ist genau dann 0, wenn x 0 ist. Also haben wir die Lösung x gleich 0. Und die setzen wir die Funktion rein. Und 0 hoch 3 minus 3a mal 0 ist auch 0. Das ergibt unseren Wendepunkt im Ursprung. Ich hoffe, es war alles verständlich. Und bald gibt es eine neue Folge von Rechnen üben. Bis bald.